Als ich den Plan zu dem Buch Die Schwestern von Hoch fasste, war es meine Absicht, den Hintergrund des Künstlers Vincent von Hoch und seiner Familie zu erforschen. Wo kam er her und welche Personen spielten in seiner Herkunft und Entwicklung eine wichtige Rolle? Für Vincent von Hoch war die enge Bindung an seine Familie immer ein wichtiger Faktor. Mir kam der Gedanke, dass wenn die Lebensgeschichten der Schwestern ebenso gut dokumentiert wären wie die ihres berühmten Brüders, es möglich sein müsse, auch über sie ein Buch zu schreiben. Im Grunde genommen kam ich aus dem Staunen nicht heraus. Während ich an dem Buch schrieb, wurde mir deutlich, dass man mit der Geschichte der Schwestern nicht nur deren eigenen interessanten Lebensläufen ins Visier nehmen, sondern dass man auch die Geschichte der Familie von Hoch aus ihrer Perspektive zum ersten Mal vollständig darstellen konnte. Für die Mädchen bedeutete das unweigerlich Internat. Schließlich spielte Wilhelmine von Hoch Ende der 90er Jahre eine aktive Rolle in der ersten feministischen Welle. Sie war Teil einer breiten Bewegung von Frauen, die nicht nur für gleiche Rechte für Frauen eintraten, sondern sich auch für sozialen Fortschritt, vor allem für die unteren Klassen, einsetzten. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf Schutz und Bildung für Frauen und Kinder. Das Streben nach sozialer Gerechtigkeit war bei diesen Frauen nicht zuletzt durch ihren religiösen Hintergrund geprägt. Von den drei Schwestern stand Wilhelmine Vincent am nächsten. Sie korrespondierten regelmäßig, schrieben über ihre Gefühle und Gedanken zu Liebe, Freundschaften, ihre Kunst und Literatur, aber auch über den Umstand, dass sie beide unverheiratet blieben und keine Kinder hatten. Vincent konnte sich gegenüber Wilhelmine öffnen, ohne jede Zurückhaltung. Bis zu ihrem Tod in 1941 sollte Wilhelmine von Hoch ihren Bruder Vincent in ihrer Nähe behalten. In Feldwerk, der Anstalt, in der sie bereits seit 1902 lebte. In Form von Zeichnungen, japanischen Holzschnitten und natürlich seinen Briefen.